die wir von ihm gehört haben, euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Bevor ich jetzt weitergehe und diesen Vers erkläre und die nachfolgenden Verse, lass mich dir erstmal zu diesem Vers dazu sagen, dass dieser Vers ein super Vers gegen Calvinismus ist. Gegen die richtig hartgesottenen, richtigen Calvinisten, die dir andauernd mit der Souveränität Gottes kommen, andauernd von der Souveränität Gottes sprechen. Dabei steht das Wort souverän exakt nullmal in der Bibel. Es steht in der Zeugen Jehovas Bibel, aber nicht in der Bibel. Das Wort souverän kommt gar nicht vor in der Bibel und deswegen mag ich es nicht, von der Souveränität Gottes zu sprechen. Nun, das Ding ist, wenn ich davon sprechen würde, dann würde ich es versuchen, biblisch zu definieren, die Souveränität Gottes. Aber das Problem ist, es steht nicht in der Bibel, also kann ich gar keine wirklich biblische Definition dafür finden. Und das, was die Calvinisten sagen, hat überhaupt nichts mit der Bibel zu tun. Denn was sie unter der Souveränität Gottes verstehen, ist, dass Gott im Grunde genommen alles vorherbestimmt hat, egal was in der Welt passiert, egal was für furchtbare Dinge, Gott hat alles vorherbestimmt, Gott ist souverän, aber zeige mir Kapitel und Vers dafür. Gibt es nicht. Deswegen will ich gar nicht damit anfangen, irgendwie Gottes Eigenschaften mit Worten zu beschreiben, die wir gar nicht in der Bibel finden. Nun könnte man was Richtiges darunter verstehen, ja, aber die meisten Leute verstehen was Falsches darunter. Und wir haben eben keine eindeutigen Bibelverse, wo wirklich von souverän die Rede ist. Natürlich können wir sagen, dass Gott der Souverän ist, im Sinne von der König, er ist der Herr der Herrscharen. Natürlich hat er die Macht über alles. Aber Gott ist nicht souverän in dem Sinne, dass er einfach alles vorherbestimmt hat. Egal, was für ein Leid in der Welt passiert, hat Gott alles vorherbestimmt. Das, was die Calvinisten sagen, und das ist pure Gotteslästerung, das ist pervers, sowas zu behaupten. Die richtigen Calvinisten, die das wirklich glauben, dass Gott alles vorherbestimmt hat, egal was für Verbrechen, die haben einen anderen Gott. Die haben einen perversen Gott, das ist nicht der Gott der Bibel. Jeremia Kapitel 7, Vers 31, ihr müsst das nicht aufschlagen, da heißt es in Jeremia 7, Vers 31, sie haben auch die Höhen des Tophet im Tal Ben Hinnom errichtet, um ihre Söhne und Töchter mit Feuer zu verbrennen, was ich ihnen nie geboten habe und was mir nie in den Sinn gekommen ist. Die Bibel sagt schwarz auf weiß, dass einige Dinge, einige Schwerstverbrechen, perverse Dinge, wie zum Beispiel seine Kinder mit Feuer zu verbrennen, was sie damals getan haben, die Israeliten, weil sie dem Teufel gedient haben, weil sie von Gott abgefallen sind und falschen anderen Göttern gedient haben, so mit dem Teufel. Die Bibel sagt, dass dieser Dreck Gott noch nie in den Sinn gekommen ist. Was ich ihnen nie geboten habe und was mir nie in den Sinn gekommen ist. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Gott hat sich diesen Dreck nicht ausgedacht. Diese calvinistische Souveränität Gottes ist eine super Methode, um die Schuld abzuwälzen. Die Schuld abzuwälzen auf Gott. Weil Gott hat ja alles vorherbestimmt. Hat Gott alles gemacht. Nein, du hast diese Sünde begangen. Du hast jene Sünde begangen. So sieht's aus. Gott ist nicht dafür verantwortlich. Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis.